Ja, jetzt Post-Videoblog Barcelona-Rennen. Insgesamt ein schwieriges Wochenende. Also ganz komisch. Ja. Vor ein paar Wochen waren wir in China noch die absoluten schnellsten und jetzt sind wir hier und haben mehr Schwierigkeiten. Ja. Also ein bisschen unerklärlich auch leider. Und dann gewinnt ein Williams. Ja. Ist natürlich ganz toll. Toll für die Formel 1 und toll für das Team auch. Und ich gönn's auch dem Frank, der hat gerade 70-jähriges, also 70-jährigen Geburtstag gefeiert. Das ist schon eine schöne Sache. Aber naja, für uns. Echt schwer und es ging hauptsächlich einfach Reifenmanagement. Ja, sogar im Qualifying auf die eine Runde. Es geht alles nur über, wie sehr überhitzt das Auto die Reifen. Und deswegen gibt es in einige Fahrerautos einfach viel schneller wie andere. Und wie wir zum Beispiel, weil wir einfach die Hinterreifen mehr überhitzen und das hat dann auch einen Nachteil im Rennen, ja, über die Distanz. Die Hinterreifen bauen ab. Ja, und dann, es war nur eine Frage der Zeit sowieso im Rennen, dass ich durchgereicht wurde, weil ich musste jedes Mal früher stoppen wie alle anderen. Ja, und dann künstlich habe ich mich dann vor denen gehalten, indem ich immer früher in die Box rein bin. Aber das war klar, dann dass am Ende hinten raus muss ich dann den letzten Stint länger fahren und dann kriege ich da Probleme mit den Reifen am Ende. Das war schon klar. Trotzdem noch okay, dass ich Lewis hinter mir gehalten habe und auf die WM-Spitze eigentlich nur 2 Punkte verloren dieses Wochenende. Also im Großen und Ganzen eigentlich Schadensbegrenzungen. Wir müssen jetzt echt Gas geben, dass wir unser ganzes Paket verbessern und Monaco kann es wieder ganz anders aussehen. Ciao.